good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Zicke Gaming für euch Video und herzlich willkommen zum ersten Pack Opening zu FIFA 15 Ultimate Team. Ich habe jetzt auch also FIFA 15, habe das natürlich bei Amazon bestellt, die Ultimate Team Edition. Deswegen haben wir jetzt auch für 5 Spiele, wie ihr hier sehen könnt, Lionel Messi. Und man kann sich ja insgesamt schon richtig geile Spieler leihen, wenn man schon ein hohes Level ist, wie ich bin Level 65, habe 50.000 solche Punkte, wie man oben rechts sehen kann. Also schon mal richtig, richtig geil. Bale und so, also das ist echt Hammer. Ja, hier nochmal kurz das Menü. Ich glaube, das kennt fast jeder, der das Video guckt, schon. Deswegen brauche ich da nicht so weiter einziehen. Wir wollen nämlich Packs ziehen. Ja, ich habe schon 45.000 Münzen ertradet, habe 3.300 FIFA-Points. Und das Team der Woche ist auch richtig, richtig geil. Zum Beispiel Ronaldo in Form. Das ist einfach nur hammergeil, wenn wir den ziehen würden. Aber es ist natürlich richtig selten in den Packs und ja, man kann hoffen, aber naja, dann hatten wir noch Rodriguez und Rakitic und sonst auch noch ganz durchschnittliche Spieler. Und wir wollen natürlich Promo-Sets, ne, die wollen wir nicht ziehen. 4 Points wollen wir auch nicht kaufen, so. Wir beginnen mit dem ersten Pack hier in Ultimate Team. Also es geht hier schon richtig flüssig, muss ich sagen, wenn man die Objekte speichert. Ich habe so ein Bronze-Pack schon geöffnet, dass ich jetzt Teilschenk bekommen habe. Und mal sehen, was wir im ersten Pack haben. Und das ist Mvila von Inter Mailand. Keine schlechten Werte. Jetzt kommen hier, oh, ja, ich weiß, wie das alles geht. Die können wir doch mal reinstellen, mal sehen, ob er weggeht. Dennoch, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Natürlich zwei Jimmy Street Karten, aber ja, zweimal die selben Marksmann. Ich denke mal, das ist nicht so viel wert, aber im Moment sind die EA Server ziemlich überlastet, wie ihr hier sehen könnt. So, und in der Mitte, da ist immer das Laserzeichen. Ja, garantiert geil. Deswegen dauert das hier echt ein bisschen länger. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Pack wieder. So, ein nächstes Pack steht an. Diesmal ist Hazard drauf, also das dauert echt eine Ewigkeit, bis man alle Objekte abgelegt hat oder gespeichert hat. Dann bin ich noch aus Ultimate Team rausgeflogen, weil natürlich die Server mal wieder überlastet sind. Das ist natürlich klar, wenn wir so viele Spieler das spielen wollen, weil es halt neu ist, aber leck mich am Arsch. Yo, geil. Geil, neu hier, Alaba vielleicht geht ja Alaba, nee, geht auch nicht, ja, versuche ich später nochmal, jo, vor einer halben Stunde FIFA bekommen und, oh, jetzt geht's, oha, geht doch hier jetzt das nächste Pack, also das ist ein bisschen scheiße, aber, naja, genauso scheiße wie das Pack hier, jetzt könnte man sehen, ich lasse das jetzt mal, ich speichere das mal hier alles so schnell wie möglich im Verein, ja, muss man natürlich wieder laden, ist natürlich klar. Jetzt seht ihr mal die Ladezeiten, wenn man ein Objekt speichern will. Später in FIFA 15 wird das wahrscheinlich nicht mehr so sein. Aber ja, wer weiß das schon, wer weiß das schon. Und ja, wie ihr auch gesehen habt, ich habe noch kein Team außer Lionel Messi dafür 5 Spiele. Ja, weil ich einfach nur noch das Pack Opening abwarten will, was ich dazu ziehen werde. So. Milan Trikot können wir mal speichern. Das packen wir auch mal auf die Transferliste. Genau, Fitnesskarte. Oh, Maxis können wir mal schnell raufpacken. Komm, gib Gas. Gerade gehen die Server gerade. Maxwell können wir auch nochmal. Ja, nochmal zurück zum Team. Ich will halt abwarten, was ich so in den Packs ziehen werde im Moment. Naja, die ersten beiden Packs waren eigentlich nicht so gut. Aber wer weiß schon, was als nächstes in diesen Packs drinnen ist. Ja, so passt das. So, komm, schnell ablegen. Ja, komm. Und gehen jetzt zum nächsten Pack. Jetzt nicht, sondern gleich, wenn es fertig geladen hat. Also es ist echt schon richtig scheiße eigentlich. Wenn man schon da Probleme hat, dann will ich gar nicht spielen eigentlich, weil wenn, keine Ahnung, brechen die ganze Zeit. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Bricht die ganze Zeit bestimmt die Verbindung ab, wie hier jetzt gerade.
Meine Güte, kann doch nicht angehen hier. Komm, öffne. Ich glaube, wir können nur mit Tüger ihn ziehen, wenn er drauf ist. Die anderen gehen leider nicht. Oh, das ist doch so. Ich dachte, ja, EA will doch hier. Ach ne, haben ja das Geld schon früher bekommen von mir, diese FIFA Points. Oh, und. Oh. Ey, nicht dein Ernst. Doch, jetzt komm. Es geht mir schon ein bisschen auf die Nerven, aber es. Wenn wir einen guten Spiel ziehen, dann gleicht das wieder auf. Ter Stegen, deutscher Barcelona. Keine Ahnung, wie viele Werte. Schreiben wir einfach mal auf hier. 700 Münzen rauf. 750 Münzen rauf. Und die anderen Objekte speichern hier wieder schnell. Ja, jetzt muss natürlich laden. Ja, überspringen das Ganze, schneide das Ganze und dann sehen wir uns beim nächsten Pack wieder, wenn ich das nächste Pack auch öffne. Das ist ja auch immer noch so eine Sache, wie ihr sehen könnt. Also bis gleich. Nächstes Pack öffnet sich. Diesmal ist Lionel Messi drauf und drin. Ist Santa Cruz und ein geiler, seltener Silberspieler mit 33 Pace. Also, oh nein, egal, wollte ich eigentlich direkt draufstehen, aber egal. Unser Pekler lässt zu wünschen übrig, würde ich mal so ausdrücken. Speichern das hier jetzt mal schnell. Also gerade ging das echt schnell. Vielleicht haben sich hier sie gerade verbessert. Guter Witz. Ja, es geht eigentlich recht schnell, wenn ich das Pack jetzt auch schnell öffnen lasse. Ja, geht doch. Also es läuft doch hier. Jetzt muss nur noch ein guter Spieler in den Packs kommen. Cool. Naja, ne? Muss ich nichts zu sagen. Kein guter Spieler ist nichts wert. Können wir eigentlich auch direkt ablehnen. Genauso wie die anderen beiden Spieler. Backbone. Und ja, dann legen wir alles ab. Und gehen zum nächsten Pack rüber. Wollen jetzt nicht zum zweiten Mal wieder. Na, okay. Egal eigentlich. Noch keiner hat uns so wirklich viel Glück gebracht. Außer jetzt vielleicht Hazard. Sneven Subotic. Oh nein. Jetzt mal ein seltener Silberspieler, der ordentlich Pace hat. Aber ich denke mir, das ist nichts wert. Schwimmen wir trotzdem mal schnell rauf. Genauso wie Subotic, ein guter Innenverteidiger. Gutes Tempo da auch. 1-2, so stellen wir einfach mal rauf. Und ja, Verträge und Fitnesskarten speichern wir mal schnell. Und da haben wir noch ZOM zu ZM. Gerade eben haben wir ZM zu ZOM gezogen. Mal sehen, was im Mehrwert ist. Ich glaube, es ist ZOM zu ZM, aber ich bin mir nicht allzu sicher. Jedenfalls war das in den bei FIFA 14, FIFA 13, glaube ich, so, dass ZOM zu ZM mehr wert war. Wieder ist Hazard drauf. Und wir hoffen natürlich auf einen guten Spieler jetzt. Hazard, der Ball ist es ja nicht mehr. Aber es dreht sich aber wieder kein guter Spieler drin. Moreno haben wir da, der ja in 4-4 noch 5 Sterne Skills hatte. Jetzt nur, glaube ich, nur noch 3, oder? Ja, leider, leider, leider. Haben aber jedenfalls noch eine Mannschaftsfitnesskarte. Die ist auch was wert. Stadion Europa. Komm, aktivieren wir einfach mal. Und das Trikot sieht nicht gut aus. Legen wir alles ab. Und gehen zum nächsten Pack. 150 FIFA Points mal wieder investiert in dieses Pack. Hoffe jetzt mal ein richtig guter Spieler. Nö. Nö. Ist nicht. Wieder kein guter Spieler drin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Glückssträhne ist noch nicht da. Obwohl ich viele habe. Hahaha. Nee, war ein Spaß. Komm, die bieten wir einfach mal an, oder? Ne, speichern wir erstmal im Verein. Deadeye haben wir dann noch. Oh, und die Spieler waren. Es läuft noch nicht so. Es läuft noch nicht so. Ja, ich weiß noch nicht. Ich glaube, mache, glaube ich, zwei Parts drauf. Aber ich weiß noch nicht, wann ich das beende. 1950 FIFA Points haben wir noch. Tom Starke. Hätte es nicht Manuel Neuer sein können? Ach, scheiße. Tunjanschke kann man mal rausstellen. Hat Tempo als Innenverteidiger. Verträge schnell wieder speichern kommen. Heilung. Und dann noch eine Ligakarte, aber die brauchen wir nicht. So, können wir das ablegen. So, diesmal ist David Alaba drauf. David Prince Alaba.
Und drin ist Danny. Jedenfalls mal eine 82. Ich weiß nicht, wie viel er wert ist. Noah. Naja, ne? 1000 Münzen, über 1000 Münzen. Naja. Gibt besseres, aber naja, jedenfalls ein seltener Spieler. Darf man sich ja nicht allzu laut beschweren. Und dann zieht man gleich gar keinen seltenen Spieler mehr. Aber naja, 1800 Münzen. Bei 1500 oder nee, bei. Aber wir ziehen noch zwei Packs. Und dann ist Schluss für dieses Pack-Opening. Das vorletzte Pack drin ist Marcel Schäfer und Maurice Berger von Karlsruhe. So, den können wir mal rausstellen hier. So. Mann, Mann, Mann. Also ich hoffe, den zweiten Part, also die letzten vier Points, da ist was Gutes drin, aber naja, man zieht nicht immer was Gutes, aber ich hoffe es natürlich. Jetzt lese ich das hier wieder, ich hoffe nicht allzu lange. Es hat eigentlich richtig gut funktioniert in den letzten drei, vier Packs, hat eigentlich nicht geladen, aber jetzt scheint es wohl wieder der Zeitpunkt zu sein. Aber naja, letztes Pack hier. Wen wollen wir drauf haben? Komm, Eden Hazard, komm, machen wir mal ein Nosepack hier, komm. Es ist Nosepack in 4:15. Uiuiui. Eden Hazard bringt uns nur Scheiße. Ach. Weiß ich nicht, was wäre da. Komm, können wir einfach mal schnell rausstellen. Hajrovic von Bremer Neuzugang. Natürlich wieder Verträge. Verträge bis zum geht nicht mehr. Dann haben wir noch Argentinien Wappen, glaube ich, oder? Ja. Ah, das wollen wir nicht aktivieren. Genauso wie das Wappen. Und dann war es auch schon von diesem ersten Pack-Opening von FIFA 15 Ultimate Team. Unser bester Spieler war, glaube ich, Danny oder wie man auch immer aussprechen will. Ist nicht so viel wert, aber ich hoffe, im zweiten Pack-Opening kommt was Besseres als ein Spieler mit einem Gesamtrating von 82. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen für dieses erstes Pack-Opening von 4:15. Und haut rein, bis zum nächsten Pack-Opening. Ich denke mal, nach diesem ersten Pack kommt auch nächsten Tag, Entschuldigung, den zweiten Pack gleich auch hinterher. Weiß noch nicht genau, aber ich denke mal schon. Also Leute, haut rein, vergiss den Daumen nach oben nicht und ciao. I'm so in love with you.